Moin Leute, ich fange mich jetzt langsam auch an, auf die FIBO vorzubereiten. Das heißt, ein bisschen abspecken, damit ich super in Form bin, wenn ich da dann rumlaufe. So sehe ich circa gerade aus. Das war gestern 103 Kilo, also 2,5 Kilo habe ich schon abgenommen. In der letzten Woche, seit einer Woche mache ich nämlich Diät, da versuche ich nur noch circa 3000 Kalorien zu essen. Das Frühstück habt ihr ja gerade eben schon gesehen, heute Morgen. Und ja, jetzt habe ich gerade eben noch ein paar Hähnchen. Hühnerbeine gegessen und trinke dann noch einen Smoothie. Also den Whey Shake habe ich dann so in der Mittagspause getrunken. Und das summiert sich dann alles so auf ca. 2900 Kalorien, wenn ich gleich noch ein paar Smoothies trinke. Und das ist ja etwa das Ziel für einen sachten, sag ich jetzt mal, für einen sachten Fettabbau, der nicht zu krass ist. Ich muss aber sagen, das finde ich sehr interessant, dass ich immer noch sehr wenig Hunger habe. Also ich bin jetzt schon seit einer Woche in der Diät, wie ich gesagt habe, 2,5 Kilo verloren und ich habe immer noch überhaupt gar keinen Hunger. Also ich muss wirklich mir immer noch gegen meinen Hunger 3000 Kalorien reinstopfen, sage ich jetzt mal. Und also ich würde eigentlich gar nicht so viel essen, aber würde ich halt weniger essen, wäre das noch viel krasser. Also ich habe schon eine Menge Kraft verloren, weil ich selbst manchmal gesagt habe, okay, isst nicht unbedingt 3000, dann habe ich wirklich nur 2.500 gegessen einige Tage. Ja, und das war halt schon ziemlich krass wenig. Ja, dann war ich heute auch nochmal trainieren, da habe ich den EMT ausprobiert, Conca-EMT, glaube ich, also ohne Kreatin, Beta-Alanin, dafür mit sehr viel DMBA, und ich habe ein bisschen Kreuzheben gemacht, natürlich weniger Gewicht als sonst, weil ich in der Diät bin und schon ordentlich Kraft verloren habe, aber ging trotzdem einigermaßen okay, habe diesmal 2x5 220 Kilo gemacht. Und ja, habe dann noch irgendwie restliche Beine trainiert. Ich hätte noch irgendwie Beinpresse oder so machen können. Und eigentlich wollte ich auch noch Schulter trainieren. Aber es ist dann am Ende nur noch dabei geblieben, dass ich ein bisschen Beinbeuger trainiert habe, ein bisschen Beinstrecker und ein bisschen Bauch mit Toast-to-Bar und so weiter. Ja. Ihr habt mich ja gerade eben gesehen. Schreibt mal rein, was ihr für einen Körperfettanteil schätzt. Das Witzige ist nämlich, was ich nicht gedacht hätte, ist der Kaliper hier, den ich habe, mit dem ich Fettspalten gemessen habe, der meint, ich wäre zwischen 12 und 13% Körperfett, was ich jetzt selber erstmal als ein bisschen zu wenig angesehen hätte. Aber naja, mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen verändert. Ich werde dann noch ein paar mehr solche Videos machen, immer Training, Ernährung, gucken, wie viel ich abgenommen habe und so weiter. Und dann hoffentlich sehe ich dann am Ende der Serie auf der FIBO richtig genial aus. Und ja, dann sieht man sich mal gucken, wie auch die Kraft sich entwickelt und so weiter. Und dann erstmal Tschaußen.